Der Funk. Der Funk, das ist eine klasse Person. Der ist doch super, ne? Den kann man doch mal zu einem freundlichen Bier einladen. Dann macht es, Leute. Dann schreibt mir eine nette PN und so, ey, Funk, weißt du, alte Knorke, lass mal frisch in Berlin Bier zapfen und lass mal labern, weil du bist Knorke. Ich hätte echt Bock drauf, ich weiß nicht warum, aber ich hab so ein bisschen Bock drauf auf Leute kennenlernen, die meine Videos mögen. Das klingt ein bisschen doof, aber mir egal, ich möchte, oh, Schatzruhen, Lebensflasche, bla, Krebs! Gut. Steak, Mystikrune? Guck mal nochmal nach. Items. Knups, knups. Mystikrune, halbiert die Zeit, die man braucht, um Zauber auszusprechen. Genialität, überhaupt. Mint, immer Technik. Mint kriegt... Mystikrune, perfekt. Oh, dieses Meerrauschen, dieses ganze Spiel ist... Oh, Möwe! Möwe, ich möchte gucken, ob da unten eine Schatztruhe ist. Möwe, ja, da ist natürlich ein, danke. Elixier! Oh nein, wir haben doch ein Elixier, kacke. Ja, ich mag so eine Final Fantasy Items nicht, aber egal. Und Spählinse, kennen wir schon, oder? Gucken wir nochmal. Yep. Ach stimmt, das andere war ja die Runenflasche oder so, die Gegenstände auch identifizieren lässt. Wir gucken hier auf der Welt erstmal rum, vielleicht finden wir irgendwas. Nein, wir finden nichts. Ich bin so ein Geheimnissesucher immer. Ich muss immer jeden Bit des Spieles ablatschen, auch wenn 100 Gegner auf einmal kommen. Neue Gegner, ein Boggle. Oh Gott, Boggles können springen. Boggle. Ih, greif doch nicht meine Poopsmint an. Poopsmint? Egal, mein Poopsmint. Greif die mal nicht an, du Boggle. Was für eine Beleidigung, du Boggle. Ich boggle dir gleich eins. Oh, wir kriegen voll viele XP und Gold. Alter. Ja, weiter geht's hier in die Höhle rein. Seelengrotte. Soulgrotte. Hier gab's irgendwie auch Honigbären, Pupselbär, Bums, Bums, naja. Linkum! Ich verstehe nicht. Mein Schinken! Sehr eigenartige Attacken. Oh, und er ist tot. Bums! Wusste ich so. Schön. Am Ende so ein Finishing-Move nochmal in der Luft ausführen. Ah, das befreit auch Körper und Geist. Oh, und Gegner befreien alles Mögliche. Ja, aber dennoch, falls Leute... Ach genau, apropos, ich spreche... Ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen, auf die ich heute ansprechen wollte. Und ich schaffe es sogar. Leute, nochmal, die Leute, die mich mögen. Ich glaube, das sind drei. Meine... Sprecht die richtigen Silbenfolgen aus. Ki... Ku... Ri... Ku... Falsch. Kikuriku. War falsch. Gut. Klang gut. Kikuriku! Boah, achso. Schade. Das sind ja nur die alten Gegner. Ja, nochmal. Leute, die mich eventuell mögen. Ich glaube, das sind ganze zwei oder drei Leute, die immer kommentieren. Ich suche Leute, kreative Leute, die mir ein Profilbild für YouTube erstellen und eventuell auch einen Hintergrund, weil der gute Funk kann zwar labern ohne Ende und manchmal auch lustig sein. Selten. Aber er kann halt auch nicht unbedingt mehr am Computer. Also er kann spielen, yuppie-juhu, er kann aufnehmen, yuppie-juhu, und er kann es hochladen. Aber das sollte auch reichen. Und deswegen, Leute, wenn ihr denkt, ihr könnt gut Sachen designen und was Tolles machen, dann würde ich mich wahnsinnig, unglaublich toll über ein... Hä? Wo komme ich denn her? Über ein Profilbild freuen, also für den kleinen Kasten da, und über einen Hintergrund. Und es sollte schon irgendwie entweder was mit Funk an sich zu tun haben, Schrägstrich, ich bin bescheuert, bekloppt, stehe auf Schwarz-Weiß und stehe auf alte Spiele, und oder einfach, was ihr cool findet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, echt. Ich weiß nicht warum, aber ja, macht es mal. Ich möchte mal sehen, auf was ihr drauf habt. Ihr könnt ja bisher nur zuhören, mehr kenne ich von euch ja noch nicht. Gut, außer die Let's Play-Leute, die mir zuhören, da weiß ich, ihr könnt wunderbare Let's Plays machen. Ja, aber die anderen, dieses faule Publikum, was immer meine Videos schaut, aber ansonsten nichts macht, ne? Leute, euch meine ich. Würde mich sehr freuen. Außerdem, ich brauche sowas, weil mein Profil sieht arschlangweilig aus. Obwohl, okay, mir gefällt mein Schwarz-Weiß, aber ja, es ist halt, es ist, nicht falsch verstehen, es ist nur Schwarz-Weiß, ne? Wow, Boggles! Bums, Bums. Bums und Falken. Aha, keine Gegner mehr. Und... Achso, hier ist er. Infoleitner! Oder irgendwas sagt... Wow, habt ihr den Schaden gesehen? 300! Übel! Oh, wie genial. Schön, schön. Ich gucke jetzt hier noch nach unten, weil wir sollen ja nach Euclid gehen, aber der Funk ist immer so... Ach wie, ich soll nach links gehen? Na, dann gehe ich doch erstmal nach rechts.
weil ich einfach alles erkunden möchte. So zum Beispiel. Boggles! Ich hab dich voll gestan, Boggle! Also, bewegungsunfähig gemacht, aktionsunfähig. Halt ihn. Der Zustand heißt Stun, also gestunt. Sei. Hallo! Meinem Pupsment! Reif nicht meinen Pups an! Du Boggle, du. Blb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 l
Hallo? 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 Irgendwas? Gar nichts? Was? Hast du meine schöne Lieblingsattacke gerade unterbrochen? Und greifst du meine Mintmann nicht an? Was zum Geier? Ey. Ich halt's ja nicht aus. So, oh, meine Mint. Mintchen. Mentos. Ich glaube, ich nenne dich in Mentos um. Oh mein Gott. Mint. Mint bleibt cool. Mint bleibt gechillt. So, Ah, Mint kann halt noch nix wirklich. Also sie steht hinten und kann gut heilen. Ja, aber das kann so gut, ne? Also könnte ich ja sagen, Mint Level Up, siehst du mal, Mint. Habt ihr nur Gutes getan. Hier, wenn du bei mir bist. Bleib mal beim Onkel Funk, ne? Dann können wir mal öfter hier im Bett nebeneinander uns angucken und über Seidenmalerei reden. Gibt's hier bitte irgendwas? Moment. Und irgendwas? Nein, natürlich nicht. Ja. Warum gibt es hier nichts? Warum? Ich möchte auch nur was finden. Ich finde nichts. Hornisse? Oh Gott, ich mit meiner Insektenphobie, das ist ein ideales Spiel hier für mich. Und da komme ich nicht ran. Nein. Okay. Ja, an einige Gegner kommt man halt auch nicht ran, da muss man weiter weggehen und so eine Sprungattacke ausführen. Die man schon mit einem... Oh, hallo, du bist nur eine Hornisse. Hallo? Aber aus Stahl. Stahlnisse. Ja, da. Ich sollte auch eventuell öfter meine Techniken einsetzen. Ach. Naja, der Funk spielt das Spiel so, wie der Funk das Spiel spielt. Was für ein Mördersatz übrigens das gerade wieder war. Naja. So, wir laufen hier lang und nach oben. Und hoffen, dass kein Gegner kömmt. Kömmt, schönes Wort. Oh, natürlich kömmt ein Gegner. Ein Boggle! Hallo Boggle. Wie geht's dir, Boggle? Boggle, Boggle. Boggle! Und toter Boggle, genau. Und toter Honig. Und... Ja, in die Linke! Ach ja, okay, aber... Je linker oder wie auch immer er das ausspricht, ist eine Stichattacke. Also bringt es mit der Axt herzlich wenig. Es trifft den Gegner zwar dreimal, aber es ist nicht der Erfolg, den man sich eventuell gewünscht hat. Boah, hier gibt's jetzt überall Gegner. Und wir gehen wieder den oberen Weg, natürlich. Weil eventuell sind da... Hallo? Stirb. Weil eventuell sind da, wollte ich sagen, nochmal neue Truhen. Und ich möchte alles finden. Und auf dem Schild steht... Der nördliche Pfad ist für erfahrene Abenteurer. Oh Gott, ich bin übererfahren. Mein Gott, ich habe den Tod meiner Eltern miterlebt. Mein Onkel hat mich betrogen. Ich bin aus dem Gefängnis geflohen. Ich bin da aus Gegenüber getreten. Hallo, bin ich mal ein Überabenteurer? Also was willst du? Schild. Pff, mach mal keinen Gott. Ah, macht Bienen kaputt. Ein Kamenbär. Von der Biene. Ist klar. Trägt eine Biene so mit sich rum. Ein Kamenbär. Natürlich, natürlich. Heulen. Mann, ich muss am Anfang so friedfertige Tiere töten. Ja, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ich laber jetzt gerade ohne Unterbrechung, kann das sein? Also wirklich so ohne Pause. Ich nicht mal Luft holen kann ich gerade. Ich meine nur blablabla, blablabla, blablabla. Also egal, was ich sagen wollte. Martinken. Ich wollte sagen, dass... Was wollte ich sagen? Scheiße. Genau, dass die Gegner nicht so klein bleiben werden, wie sie hier gerade sind. Also... Es gibt auch bildschirmfüllende Gegner und es gibt große Gegner. Natürlich gibt es auch kleine Gegner, die trotzdem mächtig sind. Aber die Gegner bleiben nicht nur bei dieser, wie kann man es nennen, 10x10 Pixelgröße oder so. Nein, die werden noch wesentlich größer. Und der Funk reinigt seinen Hals, weil als ich den alten Mann gesprochen habe mit dieser Stimme, musste ich sehr in den Hals reingehen. Deswegen kurz hustet der Funk. Er hat gehustet. Oh Gott. Aber ein bisschen falsch. Aber ist auch egal. Und wieder Kämpfe und Kämpfe und Überkämpfe und 100.000 Kämpfe noch. Und hier linken. Ich verstehe es einfach nicht. Mint, du nimmst 0 Schaden. Du bist toll, Mint. Mint. Oh, kannst du mal schneller gehen? Achso, was ich auch glaube, ich habe am Anfang einen Fehler gemacht, dass ich da oben die Truhen eingesammelt habe. Ich bin mir aber nicht sicher, weil wenn ich sie stehen... Hallo? Hallo? Weil wenn ich sie... Hallo?
wenn ich sie stehen gelassen hätte, dann wären jetzt, glaube ich, bessere Items drin. Ich glaube, das war so irgendwo. Kann mir das irgendeiner bestätigen oder kann das jemand negieren? Das wäre sehr gut, weil ich würde gerne wissen, ob ich was Falsches oder richtig tanz zusammen mit mir. ich dreh Malle. Ob ich was Richtiges oder was Falsches mir gemerkt habe. Oh. Eventuell habe ich irgendwas gegessen, was mir nicht gut getan hat, aber eigentlich war es nur Reis und Mais und Käse. Keine Ahnung. Okay, wir spielen einfach mal weiter und probieren uns wieder zu beruhigen. Ich mache so eigenartige Let's Plays in letzter Zeit. Die ergeben keinen Sinn. Leute, seht ihr einen Sinn dahinter? Kommentiert bitte, was ihr hört. Sagt irgendwas, sagt Funk, du hast einen an der Klatsche. Und wenn ihr danach irgendwie so ein Zwinkerzeichen macht, dann weiß ich, dass es euch gefällt. Wenn ihr danach ein Totenkopfzeichen macht, tja, bekommt das mal hin bei YouTube, dann weiß ich, dass euch das nicht gefällt. Also, bitte. Danke.